Philipp Melanchthon, Universalgelehrter, Wegbegleiter von Martin Luther, Lehrer Deutschlands wird er genannt. 2500 Werke verfasst er in allen Wissensgebieten. Seine theologischen Schriften verbreiten die Ideen der Reformation in ganz Europa. Bitte lass den Vater nicht sterben. Bitte lass ihn nicht sterben. Bitte. Ich habe manche Veränderungen des Staates erlebt. Aber es werden noch schwerere kommen. Und ich bete, dass Gott dich ihnen leite. Dir aber gebiete ich, mein Sohn. Fürchte Gott und führe ein ehrbares Leben. Im Oktober 1508 verlässt Philipp Schwarzerdbretten, ein harter Schicksalsschlag. Im Abstand von wenigen Tagen starben sein Vater und sein Großvater, bei dem er aufgewachsen war. Er fühlt sich alleingelassen. Philipp nimmt Abschied von seiner Heimatstadt. Bretten ist nach Heidelberg die zweitgrößte Stadt der Kurpfalz. Im Schutz ihrer Mauern leben an die 300 Familien. Das Tuchmacher- und das Gerberhandwerk blühen. Viermal im Jahr ist großer Markt. Und durch die Stadt führt die vielbefahrene Fernhandelsstraße von Frankfurt nach Augsburg. Direkt vorbei am Haus der Großeltern am Marktplatz. Hier wurde Philipp am 16. Februar 1497 geboren. Der Großvater Johann Reuter kümmert sich um die Erziehung und Ausbildung seines ältesten Enkels. Johann Reuter ist ein wohlhabender Mann. Einige Jahre lang ist er auch Bürgermeister von Bretten. Durch ihn bekommt der Junge Einblick in das politische Geschäft. Philipp ist das erste von 5 Kindern der Barbara Reuter und ihres Ehemanns Georg Schwarzerd. Der Vater ist Waffenschmied. Die Kunst, leichte, aber feste Rüstungen zu schmieden, beherrscht er so meisterhaft, dass der Landesherr Philipp der Aufrichtige ihn zu seinem Rüstmeister macht und an den Hof nach Heidelberg holt. Ihm zu Ehren nennt Schwarzerd seinen ersten Sohn Philipp. Das Wappen der Familie. Ein Löwe mit roter Krone hält in seinen Klauen Hammer und Zange. Kaiser Maximilian hat es dem Waffenschmied verliehen als Dank für eine Rüstung. Philipp und seine Geschwister sehen den Vater selten. Im Dienst des Landesfürsten lebt Georg Schwarzerd, meist von der Familie getrennt. Bis zu seinem 7. Geburtstag ist Philipps Kindheit unbeschwert. Eltern und Großeltern erziehen ihn in großer Frömmigkeit. Krieg. Im Landshuter Erbfolgekrieg wird Bretten belagert. Die schrecklichen Erlebnisse prägen sich dem 7-jährigen Philipp tief ein. Er vergisst sie sein ganzes Leben lang nicht. Es wird gebrandschatzt, getötet, geplündert. Der Großvater von Söldnern bedroht. Brunnen werden vergiftet. Der Vater kämpft in der Artillerie auf der Seite der Hessen. Er kehrt aus dem Krieg zurück, unversehrt, aber todkrank. Vergiftet durch Brunnenwasser siecht er qualvoll dahin. In tiefer Frömmigkeit nimmt er sein Schicksal an, bereitet sich auf das Sterben vor. Diese 4 langen Jahre bis zum Tod verändern auch Philipp. Das sensible, hochbegabte Kind wird ein ernster, stiller Junge. Nach dem Tod des Vaters wird Philipp an die Lateinschule nach Pforzheim geschickt.
Mit großem Enthusiasmus lernt er seine Lektionen. Die Schule in Pforzheim hat nach 1500 einen gewaltigen Zulauf. Ein junger Humanist, Georg Simmler, ist gerade Rektor geworden. Jeder Schüler hat eine Aufnahmegebühr von 6 Pfennigen zu zahlen und vierteljährlich 2 weitere Pfennige. In der Heizperiode haben Schüler aus reichem Haus täglich einen Holzscheit abzugeben. Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die sichere Beherrschung der lateinischen Sprache. Ohne sie bleibt die Welt der Gebildeten und der Kirche verschlossen. Unter den Knaben gilt Philipp als der Begabteste. Den Grundstein zu Philipps außergewöhnlich guten Lateinkenntnissen hat schon sein Lehrer Johann Unger in Bretten gelegt. In einem Brief schreibt er später über seinen Lehrer: Er brachte mich an die Grammatik heran. Ich musste täglich 20 bis 30 Verse auswendig lernen. So oft ich einen Fehler machte, schlug er mich, aber mit Maßen. Er war ein prächtiger Mann. Er liebte mich wie einen Sohn und ich ihn wie einen Vater. Philipp lebt in Pforzheim in der Obhut seines Großonkels Johannes Reuchlin. Der große Humanist bestimmt ganz wesentlich die geistige Entwicklung des Jungen. Reuchlin gehört zu den wenigen deutschen Gelehrten, die Griechisch und Hebräisch beherrschen. Der Großonkel bestärkt Philipp, neben Latein auch Griechisch zu lernen. Denn die Humanisten suchen die Erneuerung der Wissenschaften und der Moral in den Texten der Antike. Die griechische Grammatik. Für mich? Reuchlin, endlich kann ich es selbst nachlesen und prüfen, ob es richtig ist, was die Lehrer uns sagen. Bald kann ich das Griechische genauso gut wie das Lateinische. Nur durch das Studium der Sprache können wir zu den Quellen zurückgehen. Aus dem Studium der Antike vermögen wir Weisheit und Tugend zu ziehen. Zusammen mit unserem Glauben hilft uns das, zu wahren Menschen zu werden. Und Erasmus steht ganz an der Spitze. Inmitten von Unwissenheit und Verderbtheit bilden wir die Vorhut einer besseren Zeit. Lehrer der Menschen wollen wir Humanisten sein. Ich möchte so ein Lehrer werden. Ab heute bist du einer von uns. Lass mich dir zum Zeichen einen neuen Namen geben. Schwarzerd heißt du vom Vater her. Lass es uns ins Griechische übersetzen. Schwarzer ist Milan, wie in der schwarzen Galle, der Melancholie. Und Erde heißt Ston. Melanchthon, Melanchthon also. Ja, Melanchthon sei von heute dein Name. Möge er unserer Sache viel Ruhm und Ehre bringen. Mit 11 Jahren ist Philipp aufgenommen in den Kreis der Humanisten. Durch Reisen und Briefe sind die Humanisten in ganz Europa miteinander verbunden. Sie sind moderne Kosmopoliten. Ihr anerkanntes Haupt ist Erasmus von Rotterdam. Er hat in Paris studiert, lebt lange in England, den Niederlanden und in Basel. Erasmus will die Welt durch Bildung verändern und damit das Christentum bereichern. Sein Ideal ist Religiosität und Bildung. Als Philipp Melanchthon mit 12 Jahren sein Studium in Heidelberg beginnt, hat er 2 große Vorbilder, Reuchlin und Erasmus. Sein junges Alter ist nicht so ungewöhnlich, denn die ersten Jahre an einer Universität damals sind vergleichbar mit denen des heutigen Gymnasiums. An der Heidelberger Universität lehrt man noch ganz nach mittelalterlichen Methoden. Melanchthon erwirbt den Grad des Baccalaureus Artium und setzt ein Jahr später seine Studien in Tübingen fort. Hier prallen moderner Humanismus und mittelalterliche Scholastik aufeinander. Philipp lernt die traditionellen 7 freien Künste, zu denen Grammatik, Dialektik und Rhetorik sowie Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik gehören. Doch das reicht ihm nicht. Er studiert auch noch Poesie und Geschichte. Astronomie und Astrologie begeistern ihn sehr. Der Glaube an die geheimnisvolle Macht der Sterne lässt ihn zeitlebens nicht mehr los.
Tübingen ist ein Zentrum der deutschen Humanisten. Hier lässt auch der Großonkel Johannes Reuchlin seine Schriften drucken. In dieser Druckerei verdient sich Philipp als Lektor ein Zubrot. Dadurch liest er auch Texte, die an der Universität noch nicht behandelt werden. Seite für Seite korrigiert der junge Magister die vielbändige Weltgeschichte von Johannes Nauclerus. Im Vorwort unterstreicht Reuchlin die Bedeutung der Geschichte für das menschliche Leben. Melanchthon übernimmt diese Auffassung von ihm. Mit dem Magister Artium schließt Melanchthon seine Studien in Tübingen ab. In Hebräisch ist er zum Schluss so gut, dass er eine Zeit lang sogar den Professor vertritt. Sein Hauptfach aber bleibt Griechisch. Er verfasst eine griechische Grammatik, die jahrhundertelang als herausragendes Lehrbuch gilt und allein im 16. Jahrhundert mehr als 44 Auflagen erlebt. Erasmus von Rotterdam lobt den jungen Humanisten in höchsten Tönen. Und Reuchlin ist überzeugt, dass in Deutschland niemand die griechische Sprache besser beherrscht als Melanchthon. Als im Juli 1518 an der jungen Universität Wittenberg ein Lehrstuhl für Griechisch eingerichtet wird, schreibt Reuchlin für seinen Schützling eine Empfehlung. Wohin auch immer unter allen Völkern du mich schickst oder anordnest, dahin will ich gehen. Von Wittenberg hat Melanchthon keine rechte Vorstellung. Doch von dieser Provinzuniversität nehmen seit Monaten Veränderungen ihren Ausgang, die sogar den Papst beschäftigen. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele vom Fegefeuer in den Himmel springt. Die Kurie braucht Geld. Seit dem Bau des Petersdomes in Rom nimmt der Bußbriefhandel enorme Ausmaße an. Mit dem Ablassbrief kann sich jeder von den zeitlichen Sündenstrafen freikaufen. Viele bleiben jetzt der Beichte fern. Wir bieten vollkommenen Ablass für Übertretungen aller möglichen Sünden, auch wenn diese noch so schwer und böse sein mögen, und erlegen ihnen eine heilsame Buße auf im Leben und in der Todesstunde und gewähren vollkommenen Ablass aller Sünden. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, so hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße ist. Der Wittenberger Augustinermönch, Universitätsprofessor und Prediger Martin Luther, empfindet den Ablasshandel so sehr als Sittenverfall der Kirche, dass er in 95 Thesen seine theologischen Bedenken gegen den Missbrauch des Ablasses darlegt. Die Thesen werden weitergereicht. Luther in Rom als Ketzer angezeigt. Von der Wirkung seiner Thesen ist er zunächst bestürzt. Schon bald erscheinen die 95 Thesen als Druck. In Wittenberg und Nürnberg sogar als Plakat. Sie werden ins Deutsche übersetzt. Luther formuliert seine Anschauungen über die rechte Lehre der Kirche. Nicht der ist gerecht, der viele Werke tut, sondern wer ohne Werk viel an Christus glaubt. Luther widerruft seine Thesen nicht, sondern geht noch weiter. Nur eine Reform kann die Kirche wieder auf die richtige Bahn bringen. Als Melanchthon im Sommer 1518 in Wittenberg ankommt, hat der Papst gerade den Ketzerprozess gegen Martin Luther eröffnet. Auf den 21-jährigen Philipp stürmen diese Ereignisse mit Macht ein. Es geht nicht mehr um akademisches Spiel, sondern um Kampf. Einen Kampf um Ketzerei, um Acht und Bann. Schließlich um Kopf und Kragen. Zunächst aber schreibt Melanchthon seine Antrittsvorlesung über die Neugestaltung der Universitätsstudien. Sein Bildungskonzept umfasst, mit dem Sprachstudium im Mittelpunkt, eine breite naturwissenschaftliche Ausbildung, die auch Geschichte einschließt.
Luther hat Vorbehalte gegen Melanchthons Professur. An der Universität lästert man über das unbeholfene Auftreten des Neuen. Der schmächtige kleine Mann wird bespöttelt. Doch nach seiner ersten Vorlesung ändert sich das. Da nun die Theologie teils hebräisch, teils griechisch ist, denn wir trinken als Lateiner nur aus ihren Quellflüssen, muss man die fremden Sprachen erlernen, damit man nicht als stumme Person mit den Theologen umgeht. Dann wird sich uns die Schönheit und die eigentliche Bedeutung der Worte erschließen. Dann mögen sich all die frostigen Glossen, Parallelstellen und Widersprüche und was es sonst noch an Hemmnissen einer freien Geistesentfaltung gibt, fortscheren, wenn wir unseren Sinn auf die Quellen richten. Dann beginnen wir Christus zu verstehen. Das ist der Grund, weshalb ich sage, die der wahren Wissenschaft entfremdete Kirche hat allenthalben echte und innige Frömmigkeit mit menschlicher Überlieferung vertauscht. Als uns die Satzungen der Menschen zu gefallen begannen und wir aus Liebe zu unseren Werken anstelle von Himmelsbrot lieber das Götzenfleisch aßen, da hörten wir auf, wahre Christen zu sein. Ich meine nichts anderes, als was der evangelischen Wahrheit entspricht, wie sie die Kirche verkündet. Habt ihr nun eine ungefähre Vorstellung davon, welche Bedeutung in der Neubelebung der Studien liegt und wie sehr sie dazu beitragen, die rechte Geisteshaltung herauszubilden? Wen könnte die vergangene Zeitepoche nicht dauern, die eine so strahlende Helle in den Wissenschaften entbehrte und die tiefste Finsternis, ja fast den wissenschaftlichen Sumpf geriet? Mit seiner Antrittsrede erobert der junge Griechischprofessor nicht nur Luthers Sympathie im Sturm. Ein solches Thema bei der ersten Vorlesung. Der Kerl hat Courage im Leib. Aber sieht er aus, als sei er ein Junge. Klein und dürr, dass man ihn knicken könnte. Aber wenn er den Mund auftut, solch eine Gewalt. Glückliches kleines Wittenberg. Hier lehren Männer, die nicht erstarrten Autoritäten hörig sind, sondern den Mut zum Aufbruch haben, der an der Zeit ist. Der Luther hat seinen Bundgenossen gefunden. Luther ist von dem 14 Jahre jüngeren Melanchthon beeindruckt. Liebevoll nennt er ihn Graeculus, den kleinen Griechen, und nimmt bei ihm Griechischstunden. Melanchthon studiert bei ihm Theologie und wird in wenigen Wochen ein Verfechter der Lehre Luthers. Philipp, der Schüchterne, der jeden Schritt genau abwägt, der bedacht argumentiert, und Martin, der keine Auseinandersetzung scheut, sind ein ungleiches Freundespaar. So verschieden die beiden im Charakter sind, so nah sind sie sich in der Arbeit. Beide wollen keine neue, sondern eine erneuerte Kirche. In ihren theologischen Studien beziehen sie sich allein auf die Bibel. Sie gehen auf den griechischen und den hebräischen Urtext zurück. Philipp und Martin unterscheiden streng das Gesetz vom Evangelium. Sie rücken den Glauben in den Mittelpunkt. Kirchliche Gebote dürfen nicht vom Papst verordnet werden, sondern müssen in der Bibel begründet sein. Wenn deine theologischen Grundbegriffe erst erscheinen werden. Nach der Bibel gibt es kein besseres Buch. Ich finde keines, in dem meine Theologie so fein beieinander ist. Deine Fähigkeit zu Klarheit und systematischer Kürze kommt mir wie ein Wunder vor. Es ist nur ein erster Versuch. Ich will lediglich dein Gehilfe sein. Ich bin jetzt ganz in die theologischen Studien eingetaucht und sie gewähren mir einen wunderbaren Genuss. Es wird wirklich Zeit, dass sie auch der gemeine Mann in seiner Sprache lesen kann. Ich habe mir vorgenommen, die Schrift in ein verständliches Deutsch zu übersetzen. Und da wird ein feinsinniger Grammatiker wie du manches raten können. Wann immer du mich brauchst, kannst du auf mich zählen. Melanchthon steht Luther in allen Situationen zur Seite. Gemeinsam fahren sie 1519 zu einer großen theologischen Disputation nach Leipzig. Der Theologieprofessor Johann Eck ist der Wortführer der Luthergegner. Er soll die neuen Lehren der Wittenberger widerlegen.
Die reformatorischen Positionen trägt Luther vor. Melanchthon schreibt mit. Er steckt dem Freund Zettel mit Argumenten und Zitaten zu, die für Luther im Verlauf der Disputation unentbehrlich werden. Die Kirche bedarf keines irdischen Hauptes. Ihr Haupt ist Christus. Der Fels, auf dem die Kirche steht, ist nicht das Papsttum, sondern der Glaube an Christus. Auch Konzilien können irren. In Leipzig haben die Wittenberger einen Vorstoß gewagt, vor dem sie lange gezögert haben. Der Bruch mit Rom ist nicht mehr aufzuhalten. Am 15. Juni 1520 folgt die Bannandrohung durch den Papst. Dein ewiger Feind, der allerkatholischste Professor Eck, hat nun erreicht, was er immer erreichen wollte. Das ist das Einzige, was diesen Kriechern einfällt. Die Obrigkeit gegen den freien Kopf ins Feld zu schicken, wenn sie ihn nicht zu widerlegen vermögen. Wer nur immer von Eifer um die evangelische Wahrheit gepackt ist, komme zur 9. Stunde zur Kirche des Heiligen Kreuzes vor den Toren der Stadt. Dort werden die gottlosen Bücher der päpstlichen Konstitution und scholastischen Theologie verbrannt werden. Wohlan, du fromme und lerneifrige Jugend, komme zu diesem frommen und religiösen Schauspiel, denn vielleicht ist jetzt die Zeit der Offenbarung des Antichrist. Weil du, gottloses Buch, den Heiligen des Herrn betrübt und geschändet hast, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer. Für das einfache Volk, das nicht lesen kann, wird das Verbrennen der Bannbulle zum Symbol der Bewegung gegen die Papstkirche. Wie ein Signal verbreitet sich die Nachricht aus Wittenberg in ganz Deutschland. Viele greifen die Botschaft auf, mit Zögern, mit Begeisterung, mit Radikalität. Jetzt geht es ihnen nicht nur um Veränderungen in der Kirche, sondern in der ganzen Gesellschaft. In den folgenden Monaten arbeitet Melanchthon an einer Schrift über die lutherische Lehre. Sein Arbeitspensum ist oft übermenschlich. Erasmus erfährt davon und sorgt sich um ihn. Arbeite nicht zu viel, damit du lange die Wissenschaft zu fördern imstande bist. Ich höre, deine Gesundheit ist nicht ganz sattelfest. Richte dein Leben dahin, den Barbaren keinen Gefallen zu tun. Die Loci Communis, die Grundbegriffe des christlichen Glaubens. 1521 liegen sie gedruckt vor. Hier fasst Melanchthon die lutherischen Lehren zusammen und präzisiert sie. Fundamental ist die Rechtfertigung des Menschen allein aus dem Glauben. Von den 7 Sakramenten, Taufe, Firmung, Abendmahl, Beichte, Krankensalbung, Ordination und Ehe, lässt er nur 2 gelten. Allein Taufe und Abendmahl sind biblisch begründet. Erst durch Melanchthons Schrift findet die evangelische Lehre Anerkennung in der wissenschaftlichen Welt Europas. Melanchthon schafft die Verbindung zwischen Humanismus und Reformation. Philipp Melanchthon wird der Star der Wittenberger Universität. Die Anzahl der Studenten verdoppelt sich fast. Seine Vorlesungen sind noch besser besucht als die des großen Reformators. Zwischen Universität und Studierstube reibt sich Melanchthon auf. Von 5 bis 7 Uhr morgens schreibt er seine Briefe, oft mehr als 20. Gegen 7 Uhr eilt er zur Vorlesung. Nachmittag und Abend sind ausgefüllt mit Studien. Völlig überanstrengt kann er nachts nicht mehr schlafen. Körperlich verfällt er. Seine Bude verkommt. Er lebt in einer Wohngemeinschaft mit mehreren Studenten zusammen. Die Kostgänger unterrichtet er auch. Das wenige Geld verteilt er großzügig an die Bedürftigen. Luther sieht als einzigen Ausweg aus dieser Misere eine Heirat. So geht es mit seinem Freund nicht weiter.
Eine Hausfrau soll sich um sein leibliches Wohl kümmern. Er erwählt für den Freund die gleichaltrige Katharina Krapp, die Tochter des Bürgermeisters. Melanchthon will von Heirat nichts wissen. Er befürchtet, seine Studien einschränken zu müssen. Doch Luther bleibt beharrlich. Im August 1520 fällt zum ersten Mal seit Melanchthons Amtsantritt die Vorlesung aus. Heut von dem Studium gönnt sich freudige Mus Philippus und wird euch erklären, nicht des Paulus heilige Dogmen. Der Professor nimmt sich einen Tag für seine Verlobung frei. Die Vermählung findet im November statt. Heute ist der Tag meiner Trübsale. Der Ehestart von Philipp und Katharina ist keineswegs glücklich. Melanchthon lädt seinen ebenfalls frisch vermählten Freund Agricola ein, bei ihnen zu wohnen. Die jungen Gelehrten wollen das Joch der Ehe gemeinsam besser ertragen. Doch Katharina duldet das nicht. Melanchthon muss den Freund wieder ausladen. Mit großer Verzweiflung nimmt er die Ehe als Schicksal an. Ich kann nicht sagen, was ich leide. Doch wird, was von Gott kommt, am Ende zu ertragen sein. Im Winter 1521 muss sich Luther auf der Wartburg verstecken, um nicht als Ketzer verbrannt zu werden. Briefe gehen hin und her. Melanchthon drängt Luther, endlich mit der Übersetzung des Neuen Testaments zu beginnen. Doch in Wittenberg ist er ganz auf sich allein gestellt. Der 24-Jährige wird in allem um Rat gefragt. Überall soll er entscheiden. Fassungslos sieht er, wie religiöse Eiferer die lutherischen Lehren falsch interpretieren. Die Mönche verlassen die Klöster. Der eine gestaltet den Gottesdienst um. Ein anderer verkündet, man brauche keine Gelehrten mehr. Die Kinder sollen der Schule fernbleiben. Die Knabenschule ist geschlossen und ein Brotverkauf darin eingerichtet. Die Studenten stören die Messen und verlassen den Scharen. Die Universität soll geschlossen werden. Die heiligen Bilder. Luther muss her. Luther kommt. Im März 1522 hält er eine Woche lang Fastenpredigten. Er wendet sich dagegen, dass die Reformation mit Gewalt durchgesetzt wird. In kurzer Zeit kehrt wieder Ordnung ein in Wittenberg. Aus den Ereignissen zieht Melanchthon seine Konsequenzen. Gegen den Niedergang der Bildung setzt er eine umfassende Studienreform. Für jede Wissenschaft ist die sprachliche Bildung die Grundlage. In verwilderter Sprache sieht Melanchthon ein Indiz für Chaos im Denken. Im Wintersemester 1523 wird Philipp Melanchthon zum Universitätsrektor gewählt. Er ist der erste deutsche Rektor, der verheiratet ist. Seine Sorge gilt auch den Studienanfängern, die oft mangelhaft vorbereitet an die Universität kommen. Doch seine Pläne, jedem jungen Studenten einen Betreuer an die Seite zu stellen, scheitern an der Bequemlichkeit der Dozenten. Melanchthon ist nahe daran zu resignieren. Einzig die Geburt von Anna bringt Freude in sein Leben. Nach 6 Jahren unermüdlicher Arbeit an der Universität reicht er zum ersten Mal bei seinem Kurfürsten Urlaub ein. Nicht nur die Zustände an der Universität bringen ihn zum Verzweifeln, es gibt erste Widersprüche zu Luther. Melanchthon plagen Ängste vor den Folgen der reformatorischen Lehre. Das Volk deutet alles so anders. Und der Gedanke, dass er schuld sein könnte an Unordnung und Aufruhr, zermürbt ihn. Die Reise zur Mutter nach Bretten ist fast eine Flucht. 26 Tage braucht Philipp, bis er im Mai 1524 wohlbehalten in seine Heimatstadt Bretten eintrifft.
Dürr bist du geworden. Ich mache mir Sorgen um dich. Kann deine Frau denn kochen? Mhm. Die aus dem Norden sind zu steif und kühl für unser Wesen. Hättest du auf mich gehört und dir eine aus der Gegend ausgesucht. Jung und sanft. Und Luther? Die Bauern, sagt man, werden unruhig. Sie wollen manches nicht mehr klaglos leiden. Das hängt mit den Lehren deines Freundes zusammen. Bist du dir auch sicher, dass du das Richtige tust? Das hat mich heute schon einmal jemand gefragt. Der geistliche Herr, der vorhin da war? Der Sekretär vom päpstlichen Legaten. So vornehmer Besuch in meinem Haus? Warum hast du mir vorher nichts gesagt? Was wollte er von dir? Er hat mir angeboten, die Partei zu wechseln. Jesus Maria! Philipp! Oben Reuchlin dachte ja ganz ähnlich. Und? Was hast du dem geistlichen Herrn geantwortet? Was Luther sagt, hat er sich nicht aus den Fingern gesogen. Das Evangelium lehrt er. Wer ihn zurückstößt, stößt zugleich das Evangelium zurück. Das hast du dem Sekretär des päpstlichen Legaten gesagt. Und auch das noch. Wenn sich die Obrigkeit nicht darum kümmert, dass gelehrte und fromme Männer in den Kirchen predigen, dann wird der gottlose Haufen aus Ärger über die bestehende Praxis dazu gereizt werden, in Luther einen Bahnbrecher äußerer Freiheit zu sehen. Dann werden sich manche aus dem gemeinen Volk für lutherisch ausgeben, die es gar nicht sind. Uns geht es um den Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit. Um den Trost des Gewissens, um die wahre Buße. Rätst du mir ab, weiter so zu beten, wie ich es mein Leben lang getan habe? Und Almosen zu geben für mein ewiges Heil? Wie du betest, ist es recht. Von Süden aus zieht eine Welle von Bauernaufständen über das Land. Schon vor der Reformation herrscht in den Dörfern große Not. Bei ihrem Widerstand berufen sich die Bauern auf das Evangelium. Sie formieren sich zu Haufen und ergreifen die Waffen.1525 erfasst der Bauernkrieg auch Thüringen. Die Bauern greifen Ritterburgen an. Thomas Münzer, einst Freund und Anhänger Luthers, ist ihre prophetische Stimme. Er predigt die allgemeine Erhebung im Namen Gottes. Melanchthon und Luther sind Gegner des Aufstandes. Sie wollen das Elend der Bauern nicht wahrhaben. Luther hat die Freiheit des Christenmenschen gepredigt. Thomas Münzer leitet daraus das Recht zum Widerstand gegen die gottlose und tyrannische Obrigkeit ab. Die Bauernhaufen sind schlecht bewaffnet, taktisch ungeübt. Der Adel zieht vereint gegen die Aufständischen. Nach einer großen Schlacht bei Frankenhausen wird Münzer gefangen genommen. Seine Anhänger werden erschlagen. Münzer wird nach Verhör und Folter vor den Toren der Stadt Mühlhausen hingerichtet. Die verbündeten Fürsten sind überall auf dem Vormarsch. Landsknechte plündern die Dörfer, stecken sie in Brand. Grausame Strafen werden verhängt. Selbst jetzt noch verurteilt Melanchthon die Forderungen der Bauern und rechtfertigt das grausame Vorgehen der Obrigkeit. Die Aufständischen fechten wider Gott unterm Schein des Evangeliums. Das Evangelium verlangt Glaube an Gott, Liebe zu den Menschen, Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Luther schleudert den Bauern eine wütende Kampfschrift entgegen. Melanchthon versucht ihnen, ihr Unrecht zu beweisen.
Luther und Melanchthon bekennen sich zu ihren Landesfürsten. Die Sturmjahre sind vorbei. Die Durchsetzung der Reformation liegt in den Händen der Obrigkeit. Aufruhr und Empörung sind das Werk der Ungebildeten. Belehrung, Bildung und Erziehung stehen auf der Tagesordnung der Reformation, für die Melanchthon streitet. Die junge evangelische Kirche kann nur durch die weltliche Gewalt geschützt werden. Dazu gehört auch der Schutz der Schulen. Wenn die Wissenschaft ausgelöscht ist, geht auch die Kirche zugrunde. Der Pflege der alten Sprachen kommt bei der Sicherung der Lehre der neuen Kirche besondere Bedeutung zu. Melanchthon sorgt für den Aufbau protestantischer Schulen und Universitäten. Er beweist dabei großes Organisationstalent. Zuerst werden in Eisleben und Magdeburg Lateinschulen eingerichtet. Er gibt Ratschläge, entwirft Schulordnungen und Lehrpläne.1526 wird im protestantischen Nürnberg, ganz nach Melanchthons Vorstellungen, eine Schule neuen Typs errichtet. Hier sollen Schüler auf die Universität vorbereitet werden. Die Nürnberger Schule ist die Urform des humanistischen Gymnasiums. Zur Einweihung der oberen Schule kommt Melanchthon nach Nürnberg. In Nürnberg lernt er den berühmten Maler der Stadt, Albrecht Dürer, kennen. Dürer zeichnet ihn. Melanchthon schätzt die Bildung des Künstlers. Auch Dürer ist tief beeindruckt von Melanchthon. Unter die Zeichnung schreibt er, dass er zwar die Gesichtszüge, aber nicht den Geist Melanchthons erfassen konnte. Später malt er nach dem Porträt Melanchthons den Evangelisten Johannes. Zurück in Wittenberg kommt Melanchthon nicht zur Ruhe, denn der Kurfürst ordnet eine Visitation der Pfarreien an. Bildungsstand und theologische Einstellung der Pfarrer sollen geprüft werden. Melanchthon wird nach Thüringen beordert. Viele Monate verbringt er im Sattel. Wie es da weit ab von unserem Wittenberg zugeht, ist entsetzlich. Jedermann tut, was er will. Der eine tauft entweder Deutsch oder Lateinisch, je wie man es haben möchte. Der andere macht mit seiner Dienstmagd Kinder. Bei dem dritten fehlt es völlig an Verstand. Der nächste trinkt manchmal zu sehr. Wieder ein anderer hängt den Mantel nach dem Wind und ist an einem Tag papistisch und am anderen evangelisch. Der nächste geht lieber mit dem Weidwerk um. Und wieder ein anderer verkündigt nicht das ganze Evangelium, sondern nur die Stücke, die ihm besonders zusagen. Einer hofft sogar mit den Juden, dass der Messias erst kommen wird. Wir Theologen kritisieren die guten Werke, weil der Sünder davon nicht gerettet werden kann, und auf den Dörfern folgert man daraus, dass man überhaupt keine guten Werke tun müsse. Die Erkenntnisse seiner Reise legt er in einem Lehrbuch für Geistliche nieder. Der Unterricht der Visitatoren wird als landesherrliche Dienstanweisung herausgegeben. Melanchthon verfasst Lehrbücher in Arithmetik, Physik, Anatomie, Rhetorik, Geschichte und den alten Sprachen. Ein Schüler des 16. Jahrhunderts hat keinen Autor häufiger gelesen als Melanchthon. Schon seine Zeitgenossen nennen ihn Präzeptor Germaniae, Lehrer Deutschlands. Auch an katholischen Schulen werden Melanchthons Bücher eingeführt. Nur der Name des Protestanten wird mit Tinte unleserlich gemacht. Sogar die Prinzipien seiner Schulordnung greifen katholische Schulen auf. Unter der Obhut protestantischer Landesherren bilden sich Landeskirchen heraus. Dadurch vertiefen sich die Gegensätze zwischen den evangelischen und den katholischen Territorien. Kriegsgerüchte gehen im Land um. Der Kurfürst von Sachsen lässt das Wittenberger Schloss befestigen. Tief beunruhigt schreibt Melanchthon an Freunde: Das Gerücht ist nur zu wahr. Ich sterbe jeden Tag vor Angst. Und er warnt den Kurfürsten vor einem Religionskrieg. Es ist wider Gottes Wort, gegen den Kaiser als höchste Obrigkeit zu Felde zu ziehen.
Karl V. ruft zum Reichstag nach Augsburg. Der Kaiser will im Reich die Glaubenseinheit wiederherstellen. Zum ersten Mal sollen die Evangelischen gehört werden. Für den Reichstag bereitet Melanchthon eine Darstellung der neuen Lehre vor. Ausführlich begründet er, warum die Reformation eingeführt wurde. Im April 1530 begibt sich die Wittenberger Abordnung auf die Reise. Luther muss auf der Feste Coburg zurückbleiben. Er steht noch immer unter Bann und kann Sachsen nicht verlassen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Doch hier, am südlichsten Zipfel des sächsischen Kurfürstentums, erhält er ständig Berichte von den Ereignissen. In Augsburg sollen die Lutheraner nicht nur die reformatorischen Neuerungen verteidigen, sogar ihre Rechtgläubigkeit wird in Zweifel gezogen. Der alte Gegner Johann Eck versucht in 404 Artikeln den Protestanten ihre Irrtümer nachzuweisen. Im Gasthaus macht sich Melanchthon an die Arbeit, ein evangelisches Bekenntnis zu verfassen. Sein Ziel ist Brücken bauen statt Abspaltung. Er setzt auf Einigung, Eck auf Konfrontation. In den ersten Maitagen schreibt er an seinen Bruder Georg: Fast möchte ich glauben, dass ich unter einem unglücklichen Himmelszeichen geboren bin. Und gerade das, was mich am meisten betrübt, muss ich erfahren. Armut, Hunger, Verachtung und andere Übel will ich erdulden, aber was mich ganz niederschlägt, ist Streit und Zank. Ich soll das Bekenntnis verfassen, das dem Kaiser und den Ständen übergeben werden soll. Da sehe ich im Geiste Schmähungen, Kriege, Verheerungen, Schlachten voraus. Und wenn es nun an mir läge, so großes Unheil zu verhindern? Die Sache darf ich nicht verlassen, solange ich lebe. Aber durch meine Schuld soll auch der Friede nicht gestört werden. Es wollten andere Theologen das Bekenntnis abfassen. Es gäbe Gott, man hätte es ihnen vergönnt. Ich muss aber meine Eigenart beibehalten dürfen, nämlich alles zu fliehen, das noch mehr verbittern wird. Gott ist mein Zeuge. Meine Absichten sind gut. Der Lohn wird sein, dass man mich hasst. Unter den Evangelischen gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Lehre vom Abendmahl und vielen anderen Artikeln. Der große Druck, zwischen allen zu vermitteln, einen tragfähigen Kompromiss auszuhandeln, lastet auf Melanchthon. Unruhig nimmt Luther die Nachrichten aus Augsburg auf. Die Reihe unserer Fürsten ist noch ungeordnet. Wenn ich von Sitzung zu Sitzung laufe, verhandle und mich um Übereinkünfte mehr, dann ist am Ende immer der oder jener unzufrieden und lädt mir die Schuld dafür auf. Es ist so niederdrückend. Ich brauche deinen Trost. Deine elenden Sorgen, von denen du ständig zermürbt wirst, hasse ich von Herzen. Dass sie solche Gewalt über dich gewinnen, hängt nur mit deinem Unglauben und mit deiner Philosophie zusammen. Was marterst du dich denn so ohne Unterlass? Ich beschwöre dich, der du sonst in allen Sachen kämpfst, kämpfe auch gegen dich, deinen größten Feind. Ich hoffe, diese Ermahnungen töten dich nicht, sondern richten dich neu auf. Dein Vortrag des Bekenntnisses unserer Fürsten und Städte gefällt mir gut. Ich wüsste nichts daran zu bessern und zu ändern. Das würde sich auch nicht schicken. So leise treten wie du kann ich nicht. Auf den Kaiser muss der Reichstag lange warten. Er trifft erst im Juni in Augsburg ein. Die Evangelischen weigern sich, an der Fronleichnamsprozession teilzunehmen, da sie in der Bibel dafür keine Begründung finden. Erst jetzt begreift Kaiser Karl, wie ernst es ihnen um die Sache ist. Melanchthon legt im Augsburger Bekenntnis, der Confessio Augustana, dar, dass sich die Evangelischen als Teil der ursprünglichen wahren Kirche verstehen. Die reformatorischen Veränderungen beschreibt er als Abschaffung von Missbräuchen. Grundsätzliche Differenzen bleiben bestehen. Melanchthon macht Zugeständnisse, zum Beispiel beim Amt des Bischofs. Das bringt Streit unter den Lutheranern.
Doch schließlich unterschreiben fünf Fürsten und die Städte Nürnberg und Reutlingen. Der Kern der protestantischen Reichsstände. Melanchthon erlebt die Verlesung seiner Bekenntnisschrift im Gasthaus. Völlig erschöpft, aber voller Hoffnung. Zur Anhörung vor dem Kaiser ist er nicht zugelassen. Die Confessio Augustana wird auf Deutsch vorgetragen. Am Ende der Lesung schläft Kaiser Karl. Der Spanier versteht die deutsche Sprache auch nicht besonders gut. Viele Katholiken sind von dem Bekenntnis beeindruckt. Das, was vor dem Kaiser als euer Bekenntnis vorgelesen wurde, ist wahr. Wir Katholiken können es nicht leugnen. Dann sind wir tatsächlich nicht weit voneinander entfernt. Wir beide sind es nicht. Aber die Entscheidungen werden anderswo getroffen. Und ob es dabei immer nur um religiöse Gesichtspunkte geht, mir scheinen auf beiden Seiten manch andere, sehr weltliche Interessen hinzuzukommen. Lehre und Religion kümmern Sie wenig. Nur um Herrschaft, Freiheit und Besitz sind Sie besorgt. Was tun wir, wenn die Fronten sich verhärten? Wie glaubwürdig wird ein in Parteien zerteilter Christus für künftige Generationen sein? Ich will der Bewahrung unserer Einheit dienen. Melanchthon ringt um das Bekenntnis. Die Einheit der christlichen Kirche und der Frieden im Reich sind für ihn Grund genug, Kompromisse einzugehen. Doch im Reichstagsabschluss verlangt der Kaiser die Unterwerfung der evangelischen Fürsten. Das Bekenntnis gilt in allen Punkten als widerlegt. Augsburg ist für Melanchthon eine schwere Enttäuschung. Nach Augsburg steht nicht mehr Überzeugung gegen Überzeugung, sondern Gewalt gegen Gewalt. Auf beiden Seiten werden Kampfbünde gebildet. Obwohl auch die Gegner des Friedens bedürfen. So scheinen manche von ihnen nicht abzuwägen, welche Gefahr eintreten muss, wenn es zum Krieg kommt. Um den drohenden Glaubenskrieg zu verhindern, verfasst Melanchthon zahlreiche Gutachten zu Religionsfragen. Mit den Königen von England und Frankreich führt er Korrespondenzen. Melanchthon ist der Diplomat der Reformation. Die Familie ist inzwischen der einzige Ruhepunkt in Melanchthons Leben. 1531 kommt Magdalena zur Welt. Neben den beiden Töchtern haben die Eheleute noch einen Sohn, Philipp. Der jüngere Sohn Georg ist im Alter von 3 Jahren gestorben. Früh um 7 treffen sich alle zur gemeinsamen Morgenandacht. Die halbe Stunde am Frühstückstisch nutzt der Magister zu Gesprächen mit der Frau, den Kindern und Freunden, die ständig in ihrer Hausgemeinschaft leben. Nach der täglichen Vorlesung arbeitet Melanchthon zu Hause an seinen Schriften. Ohne Unterstützung seines Famulus Johannes Koch läuft in der häuslichen Wirtschaft nichts. Er führt den Haushalt und wacht besonders über die Geldausgaben. Denn Katharina kann mit Geld nur schwer umgehen und ist, wie ihr Mann, allzu freigebig. Philipp und Katharina gehen aufeinander zu, arrangieren sich. Melanchthon ist in allen Lebensbereichen ein Meister des Kompromisses. Wenn es sein Arbeitspensum zulässt, beschäftigt er sich mit den Kindern. Diese Stunden machen ihn glücklich, lassen ihn manche Widrigkeiten des Alltags vergessen. Wenn wir Kinder haben, küssen wir sie. Wir stellen uns so närrisch. Sähe es ein Stoiker, er würde uns tadeln. Oder wenigstens meinen, was ist das für ein Gag?1537 ist es soweit. Die Wohnverhältnisse verbessern sich. Die Familie zieht in ihr neu erbautes Haus in der Kollegienstraße. Später errichtet die Familie noch ein eigenes kleines Brauhaus. Und am Steintisch wird das selbstgezapfte Bier getrunken. Die ältere Tochter Anna heiratet mit 14 Jahren Sabinus, einen Schüler von Melanchthon, den er sehr protegierte. Das Mädchen wird in dieser Ehe so gequält, dass Melanchthon selbst ganz krank darüber wird und sogar eine Scheidung erwägt. Die Schicksalsschläge häufen sich für ihn. Luther ist gestorben. Am 22. Februar 1546 wird er in der Schlosskirche in Wittenberg beigesetzt. Es war ein Herz ohne Falsch. Der Mund wahrhaftig.
Daher ist offensichtlich, dass seine Härte nicht in einem zänkischen und boshaften Gemüt, sondern in einem großen Eifer für die Wahrheit gründete. Dass nun ein solcher teurer Mann, von höchstem Verstand, dazu trefflich gelehrt, mit vielen christlichen Tugenden begabt und von Gott dazu auserwählt, der Kirche aufzuhelfen. Einer, der uns alle herzlich liebte, wie ein Vater. Dass also ein solcher Mann nun aus unserer Mitte hinweggegangen ist, schmerzt uns. Denn nun sind wir ganz weise. Wochen später bricht Krieg aus. Der Kaiser führt den Feldzug gegen die Protestanten. Melanchthon ist mit seiner Familie auf der Flucht. Unterwegs erfährt er vom Tod seiner geliebten Tochter Anna. Nach der Geburt ihres sechsten Kindes ist sie vor Erschöpfung gestorben. Da war Anna gerade 24 Jahre alt. Der Kaiser siegt über die evangelische Seite. Durch geringfügige Zugeständnisse will er die Religionseinheit erzwingen. Das vom Kaiser verhängte Interim lehnt Melanchthon ab. Er wird aber gezwungen, Kompromisse einzugehen. Die evangelischen Gebiete müssen einzelne katholische Gebräuche wieder einführen. Als Wortführer der protestantischen Sache hält Melanchthon an den evangelischen Glaubensgrundsätzen fest. Doch liturgische Gewänder, Feiertage und Zeremonien zählt er nicht dazu. Ein Streit über Bekenntnistreue und Kompromissbereitschaft bricht aus. Sein Schüler Matthias Flacius wird ein erbitterter Feind. Pfui über den Verräter! Ich schäme mich, sein Schüler gewesen zu sein. Von jeher war er viel zu nachsichtig, statt sich wehrhaft für die gute Sache zu schlagen. Wir sehen alle, wie nötig der Frieden ist. Alles, was wir vermögen, sollten wir dransetzen, um die Einheit der Kirche wiederzuerlangen. Ei. Wie schnäbelt er doch gerne mit seinen Humanistenfreunden quer durch Europa von einem Konsens aller Gutgesinnten. Durch seine zweideutigen Reden gibt er das Evangelium preis. Wenn wir seine Theologie genauer prüfen, dann sehen wir, wo überall er von Luthers Lehre abweicht. Wir müssen uns an die Philosophie des Odysseus halten. Vieles ertragen, vieles mit Schweigen übergehen. Immer mit dem Ziel, zu nützen und die Ärgernisse nicht zu verschlimmern. Aus diesem Grundsatz stecke ich viel Schläge ein und heile zuweilen auch die Herzen anderer. Wer den verordneten Äußerlichkeiten auch nur im Kleinsten entgegenkommt, und sei es im Glockenläuten, der verleugnet die Wahrheit. An die Brüder in Franken. Damit nicht weitere Unruhe und Verfolgung im Land erregt werden, rate ich euch, in äußeren Gebräuchen, die der Kraft der Verkündung gegenüber zweitrangig sind, das eine oder andere nachzugeben, wenn man euch nur das Evangelium lässt. An die Brüder Sachsens, ich lobe eure Beständigkeit, dass ihr jede Veränderung der reinen Lehre verweigert und damit eure Würde wahrt, obwohl jetzt mit Krieg und Zerstörung gedroht wird. Sollen wir nämlich dennoch Gottes Gebot und Wahrheit immer höher achten. Die Anfeindung aus den eigenen Reihen verletzt ihn tief. Dass gerade seine Schüler öffentlich gegen ihn spotten, kann er kaum ertragen. Das Lager der Protestanten bleibt gespalten. Doch als Lehrer wird Melanchthon geachtet und verehrt. Aus ganz Europa kommen Studenten zu ihm. Zahlreiche Privatschüler malen ihre Wappen an die Wand des Studierzimmers in seinem Haus. Renommierte Universitäten holen Melanchthons Rat ein. Die Universität Heidelberg lässt ihn die neue Studienordnung begutachten. 1557 weilt Melanchthon zu den Feierlichkeiten der Heidelberger Universität an seinem alten Studienort. Die Ehrungen für ihn nehmen hier kein Ende. Mitten im Jubel erreicht ihn die Nachricht vom Tod seiner Frau. Da ist Katharina schon 3 Wochen begraben. Ich werde ihr bald folgen.
Gründe, warum du nicht vor dem Tod zurückschrecken musst. Du wirst loskommen von den Sünden. Du wirst befreit werden von der eifernden Wut der Theologen. Du wirst ins Licht kommen und wirst Gott schauen. Du wirst den Sohn Gottes betrachtend erkennen. Du wirst jene wundersamen Geheimnisse lernen, die du im Leben nicht begreifen konntest. Warum wir so geschaffen sind. Welcher Art die Vereinigung der beiden Naturen Christus ist. Am 19. April 1560 stirbt Melanchthon. Wie Luther wird er in der Schlosskirche zu Wittenberg beigesetzt. Jeder evangelische Theologe wird bis heute auf die Confessio Augustana verpflichtet. Melanchthons Glaubensbekenntnis, geschrieben als Einigungsprogramm mit den Katholiken, hat das Gezänk überdauert.